Hi ihr da draußen, hier ist wieder eure Lissen und euer Rapsen. Ja, heute widmen wir uns unserem kleinen Projekt oder auch großen Projekt Jugendherberge. Ja, weil wir haben uns immer wieder überlegt, was könnten wir denn so bauen, was es gibt und was wir noch nicht haben, was zu einer Stadt dazugehört. Und dann kamen wir auf die Idee, komm, wir lassen uns mal eine Jugendherberge bauen. Und das kennt auch jeder von euch war bestimmt schon auf dem Schullandheim oder sowas und da haben wir jetzt einfach mal probiert, sowas umzusetzen. Ja, der Außenbereich ist ziemlich unspektakulär. Da haben wir einfach Wald gelassen. Jetzt fliegen wir hier noch schön runter. Also hier ist eine Grillstelle, wo man sich abends einfach noch ums Lagerfeuer versammeln Stockbrot. Kann. Stockbrot. Genau, Stockbrot, Würste und der Lehrer spielt Gitarre. Mhm. Schrecklich, ich weiß. So. Und der Eingang ist hier vorne. Jugendherberge, Waldblick. Also sie haben auch schön versucht, alles so ein bisschen im Waldhüttenstil zu bauen. Ja, wenn man reinkommt, ist erstmal eine große Empfangshalle. Die Rezeption oder Anmeldung, wie man es nennt. Ja, hier können die Schüler dann noch schön warten, bis der Lehrer alles abgecheckt hat, hier an dieser Anmeldung. Ja, es gibt zwei Lehrerzimmer, zwei Zweibettzimmer, zwei Dreibettzimmer und zwei Sechsbettzimmer. Hier im Erdgeschoss von der Jugendherberge befindet sich jetzt unser Treppenhaus, der in die Schlafbereiche hochführt. Und hier unten haben wir so einen Aufenthaltsraum und Bibliothek und Küche. Ja, dann fangen wir gleich mal mit diesem Aufenthaltsraum an, / Bibliothek. Und ich denke mal, das ist ein ganz cooler, gemütlicher Raum, dass sich die Schüler hier tagsüber oder abends aufhalten können. Einmal ein bisschen so am Tisch sitzen, labern, erzählen, was in den Tagen so passiert ist, macht noch abends so nach einem Tag in der Jugendherberge. Ja, oder einfach ein paar Brettspiele spielen, wie auch immer. Genau, das ist auch eine gute Idee. So, und hier hinten haben wir noch einen Billardtisch. Ein paar Stühlchen, ein Tischchen. Billard ist auch immer eine super coole Beschäftigung in so Jugendherbergen, macht richtig Spaß. Hier oben haben wir jetzt auch mal, wie man schön sieht, die Lampe in die Decke integriert. Oder haben wir es nicht mit Absicht gemacht? Haben wir es mit Absicht gemacht? Die Frage, wir haben es mit Absicht ja auch gemacht. Zäune. Also ich denke, also ja. Wir müssen auch sagen, wir haben das jetzt schon vor einer Weile gebaut. Wir kamen halt mir jetzt erst dazu, das vorzustellen. Machen wir hier wieder zu. Und also hier auf der Seite ist praktisch dasselbe in grün wie auf der anderen Seite, einfach noch ein paar Sitz- und Chill-Möglichkeiten. Und hier der Speisesaal. Ich fliege mal auch schon ein bisschen hoch. Die Plätze müssten ausreichen. Definitiv. Und da hinten haben wir dann auch einfach probiert, noch so eine Großküche darzustellen, was man einfach braucht in so einer Jugendherberge, wenn man einmal schön so für 20, 30, 40 Leute kochen muss. So, dann gehen wir mal zu den Zimmern. Also die Treppe, die finde ich echt richtig gut gelungen. Das ja, gefällt das mir. War auch viel Arbeit. Oh ja, wir wollten das einfach offen gestalten und trotzdem irgendwie zu und natürlich mal wieder ganz anders. Ja, hier stehen wir dann direkt vor den Klos von den Mädchen. Rosa Punkt. Dann gehen wir da auch gleich mal rein. Ihr seht, überall verbirgt sich das Gleiche dahinter. Da hat einfach jemand eine Deckel nicht runter gemacht. Kinder. So, die Jungstoilette ist auf der anderen Seite, aber bevor wir uns das angucken aufs Badezimmer, schauen wir uns mal die Zimmer an. Also die Schlafzimmer, die Bettchen. So, das hier ist jetzt ein Dreibettzimmer. Mit dem klassischen Stockbett, was in keiner Jugendherberge fehlen darf. Jeder kennt das gute Stockbett. Wer schläft unten, wer schläft oben und ein Einzelbett. Diskussion vorprogrammiert.
Ja, also die Zimmer sind alle gleich eingerichtet. Also jeweils halt die gegenüberliegenden Zimmer. Also das war uns auch wichtig, dass wir da einfach diese Gleichheit schaffen, weil so ist es an der Jugendherberge im Prinzip auch, da kaufen die ja immer die gleichen Möbel und stellen die in jedes Zimmer rein. Dann haben wir hier das Zweibettzimmer mit einer kleinen Couch, dem Stockbett und einem Kleiderschrank wieder. Und hier das andere Zweierzimmer. Ihr seht genau das gleiche. Ein paar Details sind vielleicht manchmal ein bisschen anders. So, und dann fehlen ja noch die zwei Sechserzimmer. Sieht fast aus wie bei der Kaserne. Ja, bei Bund. Ich denke, morgen um 5 ist der Wecker für die Liegestütze. Und hier auch nochmal das Sechserzimmer. Aber ich denke, das kommt einer Jugendherberge recht nahe. Ja, ich denke auch. Also das ist echt gut geworden. Müssen wir uns mal selber loben. Freuen uns natürlich auch schon, was ihr dazu sagt. Weil wer kommt denn auf die Idee, in Minecraft eine Jugendherberge zu bauen? Natürlich nur wir. Und das Jungenklo. Da haben wir natürlich hier links gleich die Pissoir-Rille, wo man sich einfach hinstellen kann. Und dann natürlich auch noch 3 Toiletten fürs große Geschäft. Und Händewaschen ist natürlich ganz wichtig. Der Wasserhahn geht in die falsche Richtung. Schon repariert. Ist einfach so geschickt, dass die Lissen auch noch eine Flaschenausbildung zusätzlich hat. Aber klar. So, die Jungs sind dran von 8 Uhr bis um 9 Uhr. Und die Mädchen sind dran von 7 Uhr bis um 8 Uhr. Denn es gibt nur ein einziges Badezimmer. Und natürlich Gemeinschaftsduschen ist nicht angesagt in dem Alter. Kann es sein, dass in der ersten Duschkabine keine Köpfe sind? Mhm. Ja. Und natürlich auch organisiert, dass die Jungs eine Stunde später dran sind und die Mädels früher aufstehen müssen. Gehen wir noch durch ein kleines Treppenhaus nach oben. Kleiner Vorbereich. Und hier ist dann einfach noch ein fetter Tisch mit vielen Stühlen für irgendwelche Besprechungen. Eine Tafel. Genau. Oder auch natürlich für große, große Spieleabende, ja, wenn wirklich alle mal an einem Tisch sitzen wollen. Oder dass man sich auch morgens geschwind hier trifft und einfach bespricht, so, was macht man jetzt heute. Oder auch mal, wenn die Lehrer doch noch eine Unterrichtsstunde halten wollen. Oder so. Ja, die zwei Lehrerzimmer. Lehrer müssen haben natürlich mehr Platz, sind ja Erwachsene, also Doppelbett. Hier auch Kleiderschrank. Und noch eine fette Sitzmöglichkeit. Wow, hier wachsen sogar die Ranken über den Rahmen, das wusste ich auch nicht. Ich auch nicht, ich dachte, das bremst. Aber jetzt wisst ihr jetzt auch, dass es nicht bremst. Also. Sieht aber auch geil aus, wenn man irgendwie, da die Wand voll mit so Bilder macht und dann diese Ranken drüber schon wachsen lässt. Das müssen wir mal probieren. Zufällig gute Idee. Und hier nochmal ein leerer Schlafzimmer, das ein bisschen größer wirkt oder auch größer ist und offener, weil es auch mehr Fenster hat. Dass die Lehrer dann gemütlich zusammen ihren Rotwein trinken können. Ja. Alle Lehrer saufen oft in Schullandheims. Definitiv. Also wenn die euch was erzählen wollen von wegen kein Alkohol, dann geht mal abends zu den Lehrern hoch, 100% sitzen sie mit einer Flasche Wein am Tisch. Mhm. So mal als kleiner Tipp für die Zukunft. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, unsere Jugendherberge, denn wie schon gesagt, ja, wer baut in Minecraft eine Jugendherberge? Keiner, außer Rapsen und Lissen. Und somit, wir freuen uns auf eure Kommentare, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!